Hätten wir uns denken können. Scheint erstmal so, als hätte das nichts gebracht. Aber manchmal erschließt sich was, wenn man den Kontext hat. Nehmen wir zum Beispiel an, jemand hat Kopfschmerzen. Unwichtig. Nebensache, oder? Normalerweise schon. Aber dann rast der Typ direkt in den Gegenverkehr. Der Nachbar erinnert sich an einen Kerl, der die Klimaanlage in der Wohnung des Typen mit den Kopfschmerzen repariert hat. Unfall? Nur Zufall? Oder Gift, das über die Luft verteilt wird? Also Mord. Hattest du echt mal so einen Fall? Nein, ist erfunden. Unterstützt aber meinen Standpunkt. Hä? Was ist das für ein Bescheid? Großartig. Lass mich das machen, wie. Abmarsch, Luck. Dein kleiner Freund sitzt für Jahre. Willst du das auch? Verpisst euch, Kitty Claws! Wie? Verpisst euch! Sag ihr Scheiß! Boah, zweimal den Kopf abgetrennt. Scheiße. Scheiße, wie? Ich hab doch gesagt, ich mach das. Okay. Nettes Gespräch. Und ich wollte es nicht mal dich machen lassen. Mit dir unterwegs zu sein ist echt gefährlich. Hast du Ärger mit allen Gangs oder nur den Tigers? Ich bin ein Cop. Was glaubst du denn? Ach, ich muss das melden. Okay, auf zum Red Queen's Race. Aber erst muss ich dein Chaos aufräumen. Sehen uns dort. Ernsthaft? Na gut, dann rufen wir mal den Delamain her. Und begeben uns mal alleine dorthin. Willkommen zurück bei Delamain. Ich freue mich, Sie zu begleiten. Wie ich sehe, hat sich Ihre Gesundheit erneut verschlechtert. Kann man so sagen. Ich hoffe, alles wird sich zum Guten wenden. Danke, Del. Ich auch. Du bist ein wahrer Roboterfreund. So, jetzt sollen wir hier auf den guten warten, oder was? Okay. War das nicht eigentlich genau die Stelle, wo wir Panam zum ersten Mal hier getroffen haben? Wo sie da irgendwie ihr Auto gefixt hat? Das ist Animal-Gebiet. Das sehe ich. Kürzlich einen von denen eingelocht? Kürzlich? Nein, aber sind nicht gerade Fans von Bullen.
Ohne Durchsuchungsbefehl kann ich nicht rein. Doch du? Okay, ich melde mich. Wenn du was findest, sag Bescheid. Ja. So, 1C55. 1C. C55BD, okay. So, jetzt haben wir da schön erstmal Breach-Protokoll gemacht und dann... Kann ich da jetzt keinen Ping drauf machen, oder was? Warum geht das nicht? Ausschalten. Geht auch nicht, okay. Gut, schade. Verpiss dich! Hier gibt's nichts zu sehen. Okay, also soll ich die Lagerhalle betreten? Gut, dann gucken wir mal so eine Mischung aus Stealth und unserem Crusher. Wird das mal wieder regeln. Hier ist eine Seitentür. Die Animals haben nicht mehr so viele Wachen. Haben die bestimmt ewig nicht gecheckt. So. Was haben wir hier Schönes? Wieder Euro, Dollar, keine Munition. Was haben wir denn hier? Nichts weiter, okay. Ah, okay. So, gehen wir mal hier hin. Nicht tödlicher Takedown natürlich, weil wir Stealth-Punkte wollen. So, und lass den mal hier raus. Da. Da haben wir was. Den Ping ist bereits aktiv. Warum kann ich hier nichts? Okay. Hier ist ja so gut wie keiner. Okay. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wir haben ja jetzt hier ein Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer. Ob das jemand mitbekommt oder nicht. Aber so wie es aussieht... Aber so wie es aussieht, hat das niemand mitbekommen. Boah, scheiße, der komplette Kopf fehlt dem Typen ja. Scheiße. Okay, war vielleicht doch ein klein wenig zu hart.
Vielleicht hätten wir doch nicht so rabiat vorgehen sollen. So, technische Fähigkeit benutzen, aber den Kopf gibt es hier auch nirgendwo mehr, okay. Dann nehmen wir mal alles, was nicht nied- und nagelfest ist, so wie immer. Oh ja, Euro-Dollar, 34, 69, ein bisschen mehr als 100 Dollar. Sieht aus wie eine normale Werkstatt. Der Club ist hier. Glaub mir. Du meinst, du hast eine Ahnung? Cop-Intuition? Sowas in der Art. Boah, scheiße. Wo ist jetzt hier die... Wo ist denn jetzt hier die Kamera? Bewegen, oder? Ja. Nein, 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 nein. Hey, alles okay? Sie wurde entdeckt. Okay, halt durch. Bin gleich da. Warum musst du auch hier langlaufen? Wenn du nicht da langgelaufen wärst, hätte ich dir nichts getan. Aussieht, lassen die sich nicht leicht umwerfen. Achso, das ist hier unser Kumpane, unser Freund. Dafür wird er bezahlen! Naja. Aber ich merke doch langsam, dass der Crusher, so geil er auch ist, langsam, aber sicher. Warum kann ich das nicht nehmen? Langsam an seine Grenzen kommt. Weil die Gegner hier doch einiges an Munition brauchen. Das heißt, der Gute ist auch nicht mehr wirklich mehr das, was er mal war. So, wo ist jetzt hier der Club aber? So, der Club ist also irgendwo hier. Über uns kann er ja nicht sein, also muss er ja unter uns sein. Nee, lügt nicht. Hat zu viel Schiss. Der Club muss hier irgendwo sein. In der Werkstatt, schätze ich. Oder darunter. Naja, wenn dann da drunter. Über uns kann er ja nicht sein. Das hier ist nur der Eingang, um reinzukommen. Ja, wo ist denn... Wo gibt's denn hier nochmal so eine Treppe oder so, um runterzukommen? Oh. Nichts weiter als nur eine Treppe, um hier rauf zu kommen. Neuer Splitter, Trainingshandbuch, warte mal. Ich kann mich immer noch verlinken. Das machen wir jetzt auch, um nochmal ein paar Eddies klar zu machen. 55, 55, BD. Du
Lokales Netzwerküberwachungssystem ausschalten. Und Remote-Übernahme. Ja. Da ist der Club. Zur Hölle komme ich jetzt aber hier runter. Recht in den Schädel! Wem denn? Wieso? Dein hübsches kleines Gesicht ist Geschichte! Bitch, dir fick ich ein Loch in den Schädel! Erledigt. Dein hübsches kleines Gesicht ist Geschichte. So, komm schon. Ach, Alter, da muss ich nachladen. Ist jetzt nur, das ist ja hier unter uns, aber hier ist ja nirgendwo ein Eingang. Oder? Hier. Ah. Geh mal her. Naja, komm schon, River, du musst auch in den Aufzug. So, dann gehen wir mal jetzt in den Club rein. Drei, zwei, eins. Nett. Jemand wollte unbedingt vertuschen, was immer hier passiert ist. Wonach suchen wir? Suchen wir nach etwas, das wie ein Büro aussieht. Jeder Club hat eins. Oh, Scheiße. Wir haben einfach den Arm weggeschossen. Scheiße. Ich glaube, so viele gibt es auch nicht mehr, oder? Da hinten ist noch einer. Was soll denn der Scheiß? Ist doch nur noch der letzte hier, oder? Rede mit ihr. Finde raus, was sie hier tun. Ich soll mit ihr reden? Du bist doch der Detective. Aber ich habe keinen... Durchsuchungsbefehl, klar. Was? Wieso bewacht ihr dieses Chaos? Nichts
zum Klauen hier? Wir bewachen hier nichts, wir warten. Und worauf? Auf unsere Bezahlung für den Job. Haben den Laden ziemlich gut aufgemischt, findest du nicht? Unser Teil ist erledigt, jetzt ist Zahltag. Für wen habt ihr den Laden verwüstet? Was kümmert's dich? Ich könnte eure Bezahlung beschleunigen. Scheiße! Sehe ich so aus, als würde ich solchen Skop glauben, oder was? Ich will dieselben Typen anhängen. Ich will eine gute Tat tun. Das ist eine Wette. Ich will den Laden kaufen ohne euch. Ich will den Schuppen kaufen. Was richtig Elegantes draus machen. Aber mit euch hier wird das schwer, meinst du nicht auch? Ich könnte eure Bezahlung ein wenig beschleunigen. Aber zuerst, wer schuldet euch Geld? Weldon Holt! Die Bulldogge? Lucius Rhines rechte Hand? Bürgermeisterkandidat in der kommenden Wahl? Richtig scheiße für den Job! Danke für die Hilfe. So, was haben wir denn sonst noch hier? BD1C, BD55. CBD55, ja. Hier gerade verlinken, ja bitte. Oh, da stand auch gerade was von verlinken. Okay, das geht wohl nicht. Ich suche das Büro. Okay, vermutlich wird das irgendwo hier oben sein, oder? Sieht aus wie ein Büro. Irgendwie. Wir suchen Computer. Die sind das Wichtigste.